Leute, ich habe euch noch was versprochen. Ich möchte alle Peak Waxer bei uns im Team vorstellen. Am besten noch, bevor das Video fertig ist. Ich habe Alex ganz vergessen, der ist ja auch noch auf der Liste. Alex, stell dich mal bitte ganz kurz vor für die Audience. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ja. Skateboarding so ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, Alexander Bergmann. Bin jetzt 34 Jahre alt. Komme ursprünglich aus Schweinfurt. Habe dann ein paar Jährchen in Bamberg gelebt. Habe die Leute hier kennengelernt. Und lebe jetzt in Würzburg seit ein paar Jährchen. Und ich fahre jetzt, seitdem ich 15 bin, was sind das, 19 Jahre oder so? 19 Jahre? Ja. Wahnsinn, krass, okay. Ja, ne, 19 Jahre. Und ja, ich habe damals angefangen, auch mit Streetskaten, wie man es halt so macht. So, ne, du machst halt einen Ollie, dann macht man automatisch, versucht man gleich einen Kickflip, obwohl es eigentlich viel zu früh ist dafür. Und dann muss man natürlich gleich einen 50-50 machen und so weiter. Und dann, ja, nach so 2-3 Jahren habe ich dann selber gemerkt, so irgendwie, weiß ich, die Verletzungsquote, vielleicht bin ich da ein bisschen im Emmer, aber die Verletzungsgefahr fand ich irgendwie zu hoch und die Geilheit der Tricks, so 50-50-5-0, fand ich dann nichts gegen Streetskater oder so, aber das fand ich dann irgendwie, das hat nicht zusammengepasst. Und dann habe ich zwei Freestyle-Skater gesehen, Stefan Albert und Bernhard Kümpel, und die aus Schweinfurt kommen, die gehen richtig ab. Und dann dachte ich mir, wow, was die machen, das ist ganz anders. Und die sind so, ja, das war einfach cool zu sehen, dass es da noch was anderes gibt. Und dann habe ich das so 3 Jahre versucht, aus so Stationary, Oldschool, Flatland, Freestyle und so. Dachte mir dann, so wie alle beim Squeezaden 50-50 machen müssen und du musst ein 5-0 danach lernen, so dachte ich auch, okay, ich muss ein Pogo und dann muss ich ein Casper, bla 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 lernen. Und dann habe ich danach auch gemerkt, so irgendwie mich daran so ganz rudimentär so geregelt dran zu halten, bin ich auch nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich mache einfach mal von allem so ein bisschen. Und ich würde mal meinen Stil beschreiben als, ich mag Sachen, die ich nicht so oft sehe, so als wären es irgendwie seltene Pokémon oder so. Und das sind jetzt die Tricks für Raritäten. Ja, also jetzt nicht, um irgendwie besonders zu sein, vielleicht unterbewusst, ja, vielleicht kann das auch sein, ne? Aber es gibt zum Beispiel Tricks, so diese Kickback-Flips und sowas. Das ist nicht schwer. Also vielleicht sieht es schwer aus, weiß ich nicht. Aber es ist eigentlich gar nicht schwer. Aber ich finde trotzdem, das ist irgendwie ein cooler Trick. Ich finde ihn lustig, der fühlt sich lustig an. Und dann, ja, und das mache ich dann so. Als ich mit dem Skateboarden angefangen hatte, gab es auch so eine Phase, die ersten Monate, vielleicht das erste Jahr oder so, wo ich auch richtig viel Freestyle gemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte von der Bücherei damals vor 100 Jahren ein Buch, How to Skateboard, oder ich glaube, wie fährt man Skateboard, also so ein Tutorial-Trick-Tip-Dingens, und da war auch ganz viel Freestyle drin, Oldschool-Kickflip. Das hat mich, glaube ich, damals so ein bisschen inspiriert, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Aber auch, muss ich ehrlich sagen, für mich war es eigentlich sehr organisch. Natürlich, es war cool, weil man schnell manche Sachen, manche Erfolge machen konnte, erleben konnte. Ein Kickflip war viel harte Arbeit, aber Freestyle vor allem sind ein paar Sachen, die gehen eigentlich ziemlich schnell. Und was ich aber dann auch schade finde, und ich glaube, da geht es eigentlich fast allen Skatern, ich glaube, viele haben am Anfang zumindest mit dem Gedanken ein bisschen rumgespielt und irgendwann das schnell verworfen, weil es halt uncool ist. Und ich weiß nicht, ob es bei mir auch in den Kopf war, dieses Uncoole, oder ich möchte einfach das machen, was die meisten machen. Aber das finde ich ja nicht so geil. Weißt du, du hast einfach das gemacht, wo du Bock drauf hast. Du hast es einfach beibehalten. Und genau das feier ich an deinem Skaten, dass es auch mal so unterschiedlich ist. Ich habe noch eine spezielle Frage an dich. Und zwar, wir filmen ja jetzt schon seit 2 Jahren an diesem Video. Peak Wax Volume 2 The Itch. 2 Jahre. Und ihr könnt meine Frau fragen, wie viel Zeit wir damit schon verbracht haben. Es ist einfach nur verrückt. Für dich als Freestyle-Skater, wie war denn die ganze Erfahrung für dich, weil du einfach, wie gesagt, viele Spots einfach nicht fährst, nicht fahren kannst oder auch an die Sache einfach anders rangehst? Uff, es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, das Filmen allgemein. Ich bin es halt nicht gewohnt, gegen etwas zu kämpfen. Also dieses einen Trick auf einem Curb zum Beispiel zu meistern, ist halt, das bist nicht mehr nur du und das Skateboard, sondern es ist jetzt auch diese Obstacle, ja, das Hindernis. Und das halt zu überwältigen, und das ist halt nochmal eine ganz andere Ebene. Es ist halt viel mehr Adrenalin, viel mehr Risiko. Ich denke dann auch, dieser Gewinn, den du hast, das Gefühl, wenn du es dann stehst, ist ja auch nochmal viel krasser. Als wenn ich jetzt im Flat, ich meine, klar, ich kann auch bei Vollspeed einen richtig geilen Trick machen. Das fühlt sich auch geil an.
Aber wenn ihr so einen fetten, zum Beispiel Fakie Manny Kickflip Out von so einem kniehohen Körper oder sowas, oh, das ist schon beeindruckend und es ist spektakulärer. Und ich habe schon viel Respekt, zum Beispiel bei meinem Trick, den ich jetzt gemacht habe, wo ich einfach nur die Kante treffen musste, dachte ich schon, okay, ihr macht es irgendwie standardmäßig. Und ich denke mir so, warum treffe ich die Kante nicht? Da fängt erstmal der Trick an, ne? Und das war schon, ja, beeindruckend auf jeden Fall. Crazy. Ich habe schon Respekt davor, auch wenn ich jetzt mir selber denke, so, ich habe keinen Bock, Curbs und Slides und Grinds, habe ich null Bock. Aber ich liebe es zum Beispiel, diese ganz technischen Street Skater zu sehen. So Flip-in, Flip-out Sachen liebe ich zu sehen, auch wenn ich selber nicht skate. Also der Respekt ist definitiv auf beiden Seiten. Wir sind einfach nur begeistert, was der Alex immer so mit seinen Füßen und Händen zaubert auf dem Skateboard. Und so wie scheint, der Alex auch von uns. Ist ja cool. Ihr habt auch gemerkt, der Alex hat so ein bisschen so eine Art wie so ein alter Shaolin-Mönchmeister. Und ist er auch, ihr werdet es auch in unseren Videos sehen, er hat eine richtig coole Story-Einlage. Es ist mega geil. Ich kann wieder nur Werbung machen für unser Full-Length-Video. Es wird rauskommen am 31.10.2024, also Halloween dieses Jahr. Da wird die offizielle Premiere sein im Odeon Kino in Bamberg um 18.30 Uhr. Und es gibt noch eine Gästeliste. Falls ihr mit auf der Liste sein wollt, bitte eine E-Mail an peakwaxinfo@gmail.com. Und wenn ihr euch sagt, hey, nee, Bamberg ist ja am Arsch der Welt, oder ich habe keine Zeit, ich gehe lieber zu einer Halloween-Session, verstehe ich voll, dann müsst ihr euch aber leider noch eine Woche gedulden, nämlich eine Woche nach der offiziellen Premiere wird das Video dann auch auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Willst du noch irgendwas hinzufügen, Meister Alex Bergmann? Boah. Also ich kann noch erzählen, ich habe so oft schon meiner Frau erzählt, wie geil ich mein großes Idol Rotten Mullen geil finde, dass sie gesagt hat, du redest so oft von dem, warum schreibst du dem mal nicht so einen Fanbrief, so Fanmail? Und dann habe ich das gemacht, habe noch keine Antwort zurückbekommen, ich wette, der kriegt Hunderttausende davon, aber ich fand, es hat Sinn gemacht für mich, solltet ihr auch machen, schreibt doch Mike Vallely oder was weiß ich wem. Willst du mit der Audience noch teilen, was du in den Brief reingeschrieben hast, oder ist das Secret? Naja, ich habe gesagt, dass ich habe mich bei ihm bedankt dafür, dass er mich so inspiriert hat und dass das auf jeden Fall sein Skaten zu sehen ein Treiber war und Motivator, wie ich auch selber skate und was ich so alles mit Skaten verbinde. Ja. Hammer. Ich finde das auch eine richtig geile Idee. Sollte eigentlich jeder mal machen mit seinen Idolen. Ja. Alex, vielen Dank für das Interview. Ich werde jetzt noch ein paar Slow-Mo-Clips von dir einblenden hier. Das sind Clips, die es alle nicht ins Video geschafft haben. Alex, sein Part ist schon fertig. Wir haben heute noch den letzten Banger gefilmt. Okay, alles andere, weil es nicht rein schafft, seht ihr jetzt noch in Slow Motion. Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Peace out. Bye. Ciao. Light up a cigar, smoke up the memories as I sit and dust them off. Why do people say it's just to piss you off? Ignore them, no call button and then dress too far. Now they can't test the guards, had to defy the odds. It only get tougher back then, we thought times was hard. Told them don't write me off, told them don't type at all to all the ones that...